Um eine GeoGebra-Zeichnung in einer Wiki-Seite einzufügen, habe ich bereits einen Link auf eine Unterseite vorbereitet, und zwar von meiner Benutzerseite hier aus. Ich öffne die noch leere Seite und gehe auf die Homepage von GeoGebra, um Material zu suchen, das ich einfügen möchte. Fertige GeoGebra-Zeichnungen finden sich auf der GeoGebra-Homepage hier unter Materialien auf GeoGebra-Tube. Ich kann dort nach Stichworten suchen und suche mir dann eine Zeichnung aus, die ich gerne nutzen möchte. Beim Einfügen muss man beachten, dass dieser Text, der hier vorne dran vor der Zeichnung, vor der interaktiven Zeichnung zu finden ist, nicht mit eingefügt wird. Ich muss ihn also getrennt kopieren. Zum Einfügen gibt es hier einen Knopf Einbetten, der mir verschiedene Möglichkeiten des Einbettens anbietet. Es gibt zwar einen Link MediaWiki, aber ich empfehle aus guten Gründen die Nutzung von HTML bzw. iframe. Bevor ich den Link kopiere, überlege ich mir, ob ich hier irgendetwas an den Einstellungen verändern will. Wenn nicht, kopiere ich den Code in die Zwischenablage und füge ihn auf der Wiki-Seite ein. Ich lasse oben drüber Platz, damit ich den Inhalt der Seite, den Textinhalt, kopieren kann. Ich kann nun entsprechend dem Arbeitsblatt den Text noch formatieren und nach dem Abspeichern habe ich das GeoGebra-Arbeitsblatt auf einer Wiki-Seite. Der Unterschied zu GeoGebra-Tube ist, dass ich natürlich auf dieser Seite noch weitere Zeichnungen einbinden kann. Außerdem kann ich natürlich weitere Elemente wie interaktive Quizze und andere Dinge, Zeichnungen, Bilder und so weiter einfügen. Noch eine kleine Ergänzung zur Unterscheidung zwischen dem Einbinden als MediaWiki-Code oder dieses iframe als HTML-Code. Der Vorteil von iframe ist, dass immer die aktuelle GeoGebra-Version verwendet wird. Das heißt, die Zeichnung und damit auch die Wiki-Seite werden also auf allen modernen Medien laufen. Der Nachteil ist, dass diese Einbindung dynamisch ist und wenn ich ein Arbeitsblatt von jemand anderem nehme, dann kann das eben passieren, dass sich diese Zeichnung verändert. Um das zu verhindern, kann ich von der Zeichnung eine Kopie machen. Das ist natürlich nur dann möglich, wenn ich mich angemeldet habe. Und wenn ich eine Kopie mache, kann ich das für mich quasi abspeichern. Ich kann natürlich auch hier den Text verändern, wobei das über der Wiki-Seite natürlich nicht angezeigt wird. Aber wenn ich es dann abgespeichert habe, dann kann ich sicher sein, dass dieses Dokument sich nicht verändert und damit ist auch meine Wiki-Seite immer identisch.